Mein Name ist Michael Bucher, ich bin Direktor der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin. Mein Team aus mehr als 80 Ärztinnen und Ärzten ist für alle Anästhesien am Universitätsklinikum Halle verantwortlich. An täglich 25 anästhesiologischen Arbeitsplätzen führen wir für jeden Eingriff individuell an die Bedürfnisse angepasste Allgemein- oder Regionalanästhesien durch. Unserem Leitbild entsprechend versorgen wir auf 30 operativen Intensivbetten schwerstkranke Patienten nach den modernsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Speziell ausgebildete Teams stellen rund um die Uhr die Notfallversorgung im Haus sicher. Zudem besetzen wir im öffentlichen Rettungsdienst Notarztwagen und Rettungshubschrauber. Grundsätzlich sind wir darauf spezialisiert, schwerstkranke Patientinnen und Patienten optimal in unseren Verantwortungsbereichen zu versorgen. Dafür arbeiten wir auch mit miniaturisierten Herz-Lungen-Maschinen, die wir bei schwerem Herz-Kreislauf- und Lungenversagen einsetzen, bis die Organfunktion sich wieder erholt hat. Zudem betreiben wir eines der größten Druckkammerzentren in Deutschland. Die sogenannte HBO-Therapie wird bei Kohlenmonoxidvergiftungen und Tauchunfällen, beim diabetischen Fußsyndrom, aber auch bei schweren Weichteilinfektionen angewendet. In unserer Druckkammer können auch Intensivpatienten behandelt werden. Diese Möglichkeit gibt es in Deutschland nur an ca. 5 Druckkammerzentren. Mein Name ist Lilith Flöter. Ich bin die Leiterin der Ambulanz für Schmerz- und Palliativmedizin. Nach größeren Operationen würden unsere Patienten rund um die Uhr, auch am Wochenende und an Feiertagen, durch den Akutschmerzdienst unserer Klinik betreut. Unser Ziel ist es, menschlich und kompetent für eine gute Schmerztherapie unserer Patienten jeder Altersgruppe zu sorgen. Für Patienten mit einer voranschreitenden oder weit fortgeschrittenen schwersten Erkrankung und einer begrenzten Lebenserwartung bieten wir eine ganzheitliche palliativmedizinische Behandlung an. Unser Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der Sepsisforschung. Im Labor versuchen wir anhand von Zellkulturexperimenten die Entstehung einer Sepsis besser zu verstehen und entwickeln darauf basierend neue Behandlungsmethoden. Die Erkenntnisse werden zeitnah in die Klinik überführt und kommen so allen Patienten zugute. Schon während der Ausbildung und des Studiums können junge Menschen bei uns unter sorgfältiger Anleitung praktische Erfahrungen sammeln. Nach dem Studium legen wir größten Wert auf strukturierte Aus-, Fort- und Weiterbildung der jungen Ärztinnen und Ärzte. Das Team der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin und ich stehen Ihnen gerne zur Verfügung.